So, weiter geht's mit Marvin's Mittens. Mount Tall ist unser Ziel. Deswegen cruisen wir direkt mal dahin. Wir nutzen unseren Schlitten und fahren bergauf. Interessanterweise fahren wir ja durch die Portale insgesamt tatsächlich bergauf. Ich frage mich ja, das wird bestimmt nicht von einem Live-Orchester eingespielt oder so. Dann muss das Ganze ja mit dem Computer gemacht worden sein. So, 3, 2, 1. Sprung. Ja, hier am Fuße von Mount Tall. Aus dem Ende da unten wird es wohl weitergehen in Zukunft, wenn ich denn den nächsten Grabe 11 gefunden habe. So, weiter geht's. Das Ganze echt eine Minute dauert mittlerweile, bis wir bei unserem Ziel sind. Das kommt einem gar nicht so vor. Ja, ich weiß ganz genau, dass du gerade nachgeguckt hast, ob das Video tatsächlich schon eine Minute geht. Erwischt. Aber ja, so kurzweilig kann eine Minute sein. Aber wir kennen ja mittlerweile hier unsere Wege und wissen, welche Abkürzungen wir springen können. Wir sind dementsprechend halt auch ganz schön zügig unterwegs. Was gibt es hier noch? Ach, was? An die obere komme ich gar nicht dran. Naja. Dann werden wir die wohl nicht mitnehmen. Zack. Machen wir rechts rum. Ich weiß nicht warum. Ah, okay. Das ist also doch Sackgasse. Dann eben wieder nach links und die Berghang weiter nach oben. Da ist eine Wolke und da ist die nächste Wolke. Dann geht's hier weiter. Das finde ich auch ganz schön, dass es hier so ein bisschen so Mario-Stil technisch, dass hier die Schneeflocken den Weg anweisen. So, da oben hoch. Und dass es halt nicht nur so ein, ich sag mal, random Collectible ist. Also ein zufälliges Mitnahmedings. South Peak, die Südspitze. Nicht zu verwechseln mit South Park. Das ist nur Syrien. Haben wir eigentlich mittlerweile den Film? Ich weiß nicht. Hey Kollege, du schläfst 3 Meter neben dem, Ding. Das hättest du jetzt auch mal selber schon freischaufen können. Jetzt geht es hier auch wieder zurück zum Fuße von Mount Tall. Und jetzt sieht man nämlich auch, was ich meine mit den Portalen. Es geht nach oben. Das sah halt etwas komisch aus, als ob der Boden zittern würde. Naja, wir trinken uns erstmal wieder einen Kakao und lesen etwas in der Elfenenzyklopädie. So, lasst uns lesen. Grabemaschine. Ein Grabeelf kann das nutzen,
Ein Grabelf kann seine Schaufel nutzen, um eine ganze Menge wegzuräumen. Aber die Schneeelfen können das nicht. Und deshalb... Und da nicht jeder so schnell gräbt wie ein Grabelf, hat man einfach eine Grabemaschine gebaut. Also spring ruhig rein und du kannst dich irgendwo durchbuddeln. Frei übersetzt. So. Ja, es gibt auf jeden Fall keinen Fallschaden. Downway Cliffs. Okay, wir müssen runter. Dich habe ich gesehen, Schneeflöckchen. Und die Schneeflocke will ich auch haben. Was ich ja so faszinierend finde bei Schneeflocken, ist, dass ja wirklich jeder einzigartig ist. Es gibt keine zwei gleichen Schneeflocken. Und die haben alle eine sechseckige Kristallstruktur. Alter. Ich hatte jetzt gerade echt Angst irgendwie. Bitteschön. Ich vermute ja immer noch, dass hier noch ein Bug ist. Und man hört hier immer noch was schnarchen, obwohl hier gar kein Elf mehr ist. Aber gut. Das heißt ja immer noch. Ich würde vermuten. So. Ich habe irgendwie das Gefühl immer. Also manchmal bin ich sprachlich nicht so geschickt. Schön, dich wiederzusehen. Wir lesen natürlich nochmal in der Elfenenzyklopädie. Bei einer Tasse heißen Kakao. So. Drafty Flats. Wo große Winde heulen und blasen. Da ist etwas, das fliegende Elfen alle kennen. Hoch, hoch in den windgefüllten Himmel. Spare einen Sprung, während du fliegst, und am Ende von deinem Ritt auf dem Wind, hast du die Chance, einfach nochmal mit diesem Sprung überall zu landen. Und du findest bestimmt ganz interessante Plätze. So. Auch das war wieder frei übersetzt. Das Prinzip kennen wir ja schon. Ah, schade, da kommen wir also nicht runter. Okay. Ich glaube, man merkt mittlerweile, ich habe mich darauf versteift, keine 100% zu machen, sondern einfach nur so ein bisschen durch die Gegend zu latschen. Twilight Plains. Schopp, 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 schopp. Die Karte ist erstaunlich gerade. Es passiert nichts. Oh, da kommt der kleine Marvin aus der Puste. Also er kann springen ohne Ende, aber wenn er mal laufen muss, dann kommt er aus der Puste. Ah, hier ist die Karte schon wieder nicht mehr so gerade. Ich finde das mit dem Polarlicht sehr schön. Passiert ja auch noch was auf der Karte? Was? Da kommen wir nicht drüber? Nein, nicht unser Sportlerfreund. Der crasht der eiskalt gegen den Berg. Mann, ich will den... Ich will dem helfen. Hey, Spiel. Das ist doof. Ich will dem eigentlich helfen. Manu. Da muss doch geholfen werden. Oh nein. Sprünge von Eis auf Eis. Ich sehe es kommen. Das wird jetzt ganz schön. So. Ah, noch geht es. Ich hoffe nur. Oh nein, auch noch Wind.
Gott sei Dank ist da das Ganze mit der Wand verwachsen. Also an der Wand dran. Das hat uns jetzt gerade doch etwas geholfen. So, nein. Nicht ganz. So, einmal ganz kurz da. Oh, perfekt. Also wie wir da gelandet sind, war perfekt, aber der Sprung danach war kacke. So, der Wind ist echt ein Stück zu stark. Na toll, jetzt dürfen wir wieder ein. Warum hat das da gequetscht? Das war Stein. Wir entdecken hier ein paar Bugs, aber das Spiel ist eigentlich wunderschön. Und ich finde, da kann man auch großzügig drüber hinwegsehen. Das ist ein relativ kleines Entwicklerstudio gewesen, deswegen ein süßes kleines Indie-Spiel. Hey, eigentlich wollte ich da drauf stehen bleiben, bitte. Also die Schneeflocke sammelt sie ein, aber da drauf stehen bleiben tust du nicht. So, jetzt haben wir's. Der Wind macht das echt unangenehm schwer, müsste ich sagen. So. Hier kommen wir noch was einsammeln. Zack. Ein kleiner Hügel. Zack. Okay, dann packen wir mal unseren Schlitten aus. Puh, alter Finn. Jetzt hatte ich gerade Angst, wir fallen den Berg wieder runter. Okay, wir probieren das nochmal. Diesmal möglichst ohne uns zu drehen. Noch eine coole Idee, dass man hier auf diesen Wolken stehen kann. Weil der kleine Marvin nimmt, glaube ich, mit jeder Schneeflocke einfach ab. Trotz des dicken Parkers springt er nämlich immer höher. Und kann auf dünnen Ästen und sogar auf Wolken stehen. Wo geht's denn hier hin? Okay, hier soll man Schlüssel benutzen. Ich will aber erstmal hier oben gucken. So, da haben wir gerade wieder schön in der Karte festgehangen. So, es geht weiter nach oben. Mount Taller, der höhere Berg. Hoch, hoch hinaus. Okay, da können wir schon mal nicht. So, durch diese kleine Lücke dadurch und jetzt schnappen wir uns. Warum ist hier eine Plattform? Man weiß es nicht. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, dass man es irgendwie nicht schafft, hier irgendwann durchzukommen? Weil man einfach zu wenig Schneeflocken gesammelt hat? Bestimmt. Schon weit oben. Die Polarlichter sind bei uns.
da fühle ich mich wenigstens nicht ganz so alleine und es ist nicht ganz so dunkel. Hier oben auf dem höheren Berg. Und hoch, hoch hinaus geht's für den kleinen Marvin und weiter. Die Nordspitze. Wir klettern natürlich schön hier außen hoch. Denn wir sind ja richtige Bergsteiger. Na guck mal, da können wir noch einen Adler zeichnen. Oh schick. Ja, man kann auch relativ geschickt die Kurven fliegen, wenn man weiß, wie man mit den Pfeiltasten bzw. A und D umzugehen hat. Wir sind Gipfelstürmer. Cool. Am Gipfel angekommen. Cool. Aber jetzt geht's nur noch bergab. Wie im Leben. Nein. Ich will mich hier jetzt nicht lustig machen. Aber wir sind Gipfelstürmer. Vielleicht für den einen oder anderen noch die Höhle des Hatschudibs. Oh, das geht erstaunlich fix. Okay. Das heißt, wir sind dann wahrscheinlich gleich auch schon durch. Ja. Noch ein kleiner Hinweis, das ganze Spiel hat auch Steam-Sammelkarten, für den das interessiert. Ich werde wie immer verlinken, wo man das Spiel kaufen kann. Und jetzt schnappen wir uns den Handschuh. So, jetzt wird das Ganze wahrscheinlich zu Street Fighter oder so. Weil das würde nicht zum Spiel passen. Auf jeden Fall geht es bergauf. Hoch, hoch in die Höhe. Wir sehen ein Nest. Kämpfen wir jetzt gegen den Adler. Oh mein Gott, nein. Boah, jetzt Mortal Kombat hier. Da hat er seinen Handschuh wieder, na endlich. Aber was ist denn da mit dem Wolpertinger oder was das ist? Oh nein. Das geht doch nicht. Ich wollte gerade sagen, da gibt er seinen Handschuh ab, das finde ich gut. Ja, du kannst hier nicht die kleinen Jungen hier einfach im Schnee lassen. Oh, voll süß. Sechs kleine Jungen hat das Team. Ja, da freut sich der Marvin. Ich finde das voll süß. Der Handschuh darf das auf jeden Fall behalten. So, jetzt müssen wir... Oh, wir haben es geschafft. Jetzt kommen die Credits. Während wir hier nochmal ein bisschen den Hang runterrollen. Ja, ich nutze das jetzt einfach mal für ein bisschen Fazit vom Spiel. Mir persönlich hat das Spiel unheimlich gut gefallen. Es ist echt schön gemacht. Es ist so ein kleines Weihnachtsspiel, was man gut mal nebenbei spielen kann. Wie gesagt, ich habe jetzt 5 Folgen gebraucht. Ich habe jetzt nicht 100% bei den Schneeflocken geholt. Wenn man das macht, braucht man vielleicht 1-2 Folgen mehr, je nachdem, wie doof man sich anstellt und wie gut die versteckt sind, die Schneeflocken, weil einige sind ja doch schon, ich würde sagen, gemein versteckt. Das haben wir ja schon festgestellt. Ja. Also für mich ist das, also wenn ich jetzt eine Wertung vergeben müsste auf einer Skala von, sagen wir ruhig mal von 1 bis 100, für mich ist das eine ganz klare 88. Nee, das klingt falsch. Für mich ist es eine 90. Möchte ich mich festlegen. Es ist eine 9 out of 10.
Nein, aber ich denke, weil es einfach schön ist und Spaß macht. Das Ende. Was machen wir mit unserem Schlitten? Oh mein Gott. Guck mal hier, hinterm Haus. Wir haben neue Freunde gefunden. Alle Tiere, die wir gezeichnet haben. Wie cool ist das denn? Hier das Eichhörnchen, der Adler, das Stachelschwein, der Luchs, die Meise, das Häschen und der Fuchs. Süß. Oh. Ja, jetzt stehen wir hier noch ein bisschen auf dem Dachfirst rum. Mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer holt euch das Spiel, unterstützt die Indie-Entwickler. Ich möchte unheimlich gerne mehr solche wundervollen Spiele sehen, die so thematisch wirklich sehr schön sind. Deswegen holt euch das Spiel. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Weihnachtszeit. Feiert schön. Genießt die Zeit mit der Familie, weil häufig ist ja Weihnachten so ein Familienfest, wo alle zusammenkommen. Ich könnte jetzt noch über die wahre Bedeutung von Weihnachten reden. Da ich gläubiger Christ bin, erwähne ich jetzt einen Satz. Lasst euch von Jesu Gegenwart beseelen. Wie gesagt, feiert schön, frohes Fest und da es hier nicht mehr lang hin ist, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. Ich hoffe, euch demnächst irgendwann wiederzusehen und hoffe, dass euch dieses kleine Let's Play hier gut schön gefallen hat. Und jetzt lasse ich noch ein wenig Musik laufen und halte meine Klappe. Bis bald. Tschüss.